Also mein schönstes Reiseziel war Mallorca und Barcelona. Also mein Lieblingsklamottengeschäft ist auf jeden Fall H&M. Da kaufe ich am allermeisten ein. Mein Freund und ich sind jetzt schon länger als 3 Jahre zusammen und haben uns damals kennengelernt, letzten Endes über StudiVZ. Also nein, nicht über StudiVZ, da haben wir angefangen, ein bisschen zu schreiben und zu schnattern. Wir kannten uns aber vom Sehen und Hörensagen und so weiter schon vorher, weil es gibt in Lübeck nur mal 2, 3 Diskotheken und die größte ist bei uns der Musikpark A1. Und da hat man sich immer mal gesehen und gefeiert und ich war ja auch eine kleine Partymaus und ziemlich oft unterwegs. Und so kam das dann. Und ja, da hat es dann erst richtig gefunkt dann bei StudiVZ, dass man da, StudiVZ gibt es denn überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann geschrieben und dann haben wir uns verabredet und ja, so kam eins zum anderen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ihn zu heiraten, obwohl ich sagen muss, dass ich heiraten nicht so wichtig finde. Also ich könnte natürlich, hallo, ich bin eine Frau, eine schöne, romantische, kitschige Hochzeit, wer will das nicht? Aber ich meine, es ist letzten Endes auch nur auf dem Papier. Und ja, man kann auch zusammen sein, ohne zu heiraten. Aber sehr schön. Warum Prince Pessa und nicht Princi Pessa, wie es im richtigen Italienischen geschrieben und gesprochen wird? Das ist ganz einfach zu erklären. Viele fragen so oder so, warum ich 1 Prince Pessa 3 heiße. Ganz einfach. Also unsere Lieblingszahl ist 13. Und ich wurde damals von meiner Freundin immer Princi Pessa genannt, glaube ich. Ich glaube, sie hat Princi Pessa gesagt, vorher Prinzessin, dann Princi Pessa. Und das hat sich irgendwie so übergelappt auf meinen Freund. Und manchmal sind wir immer so blöd und dann fangen wir an, irgendwelche Sprachen zu sprechen. Und dann hat er immer gesagt, bist du mir eine kleine Princi Pessa? Und ja, so kam es irgendwie, haben wir drüber gelacht, weil wir nicht Princi, sondern immer Princi Pessa gesagt haben. Und deswegen habe ich einfach 1 Princi Pessa 3 genommen. Also zu empfehlen vom Liquid Eyeliner ist von Essence der mit der grauen Kappe. Nicht, der ist oval auf jeden Fall. Das ist mein absoluter Liebling zurzeit. Sushi mag ich nicht so gerne. Das ist nicht so ganz mein Fall. Was ich gerne mag, ist Butt, gebratener Butt oder Fisch, hier Fischstäbchen. Lachs mag ich gerne und von Nordsee, da, also die haben so leckere Fischbrötchen, so mit Lachs oder Rollmops und all so eine Geschichte. Ich liebe das. Lecker, lecker, lecker. Aber ich esse nicht so gerne Dorsch oder irgendwie sowas. Nö. Ja, wir stammen aus Deutschland. Ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Auf jeden Fall. Am besten 2. Ich habe damals eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen. Also ich bin 28. Wir wohnen zusammen seit etwa 2 Jahren. Oh, ist das schon länger? Ich habe keine Ahnung. Natürlich hat jeder seine Macken. Ich bin voll so ein Ordnungsfimmel-Freak Deluxe, aber richtig. Und er ist ganz so ein gemütlicher, wie das halt die Männer sind. Und wenn es heißt, kannst du mal bitte kurz gleich. Aber wir haben das richtig gut in den Griff gekriegt. Jeder hat so seinen Part im Haushalt und jetzt läuft es mehr als perfekt. Obwohl perfekt gibt es nicht, aber besser denn besser denn besser. Also bei mir ist das total unterschiedlich. Ich mag so viel. Eigentlich mag ich alles, weil ich wirklich hinter jedem Video mit Herzblut und Leidenschaft und mega Interesse sitze. Und deswegen, ich mag alle Videos gerne. Ich glaube, meinen ersten Freund hatte ich mit 14. Ja. Aber das war natürlich keine Jahresbeziehung oder so. Da war man ja noch mehr cool. Ich habe eine Schwester. Ich fahre ein schwarzes Auto.
Wohin reist du am liebsten? Das hört sich so an, als würde ich alle 2 Monate mal so eben verreisen, aber dafür reicht leider der Geldbeutel nicht. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal auf die Kanaren oder ich möchte gerne mal in die Staaten. Wo möchte ich noch hin? Das reicht mir eigentlich schon. Ist ja Gott sei Dank nicht ein großer Wunsch, ne? Also meine Lieblingsdrogerie-Markenprodukte sind einmal BB und was noch? Ich mag eigentlich vieles. Was ich bei dem einen nicht mag, was ich bei P2 zum Beispiel nicht mag, mag ich dann aber von Essence. Was ich bei Essence nicht mag, mag ich dann aber bei Catrice. Da kann ich euch nicht genau sagen, was ich da mehr mag oder nicht mehr. Also ich mag die Drogerieprodukte allgemein sehr, sehr gerne. Also nicht mehr so intensiv wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Aber ich glaube, die Kleine hat auch ziemlich viel Stress momentan beruflich. Und kommt deswegen halt auch weniger zu Videos machen. Und deswegen ist der Kontakt ein bisschen abgeflacht. Aber Instagram, Facebook, Twitter, was es nicht alles gibt, da ist man ja immer auf dem neuesten Stand und kommuniziert ein bisschen. Mein liebstes Waschmittel ist Spee. Und zwar gibt es jetzt ein neues. Das ist Waschmittel und Weichspüler in einem. Das ist so türkisblau und ich liebe diesen Duft. Und mein absoluter Lieblingsweichspüler, das ist Vanille und Orchidee von Wie heißt das denn nochmal? Nicht Lenore, sondern Soft Lan. Oh Gott, ist das göttlich lecker. Das nenne ich mal eine außergewöhnliche, coole Frage. Ich würde mitnehmen. Schwierig. Das ist schwierig. Entweder würde ich meinen Freund mitnehmen oder meine beste Freundin. Und ich denke, ob Freund oder beste Freundin, wir würden, glaube ich, hauptsächlich an den Naschiwan zugange sein. Und ansonsten, keine Ahnung, in alle Klamotten schlüpfen, die man normalerweise nie anziehen würde und nur Quatsch machen, Rolltreppe fahren und ja. Aber ich glaube, wenn es dunkel da drin ist, dann hätte ich ganz schön Angst. Wenn ich einen Tag ein Mann wäre, oh Gott, keine Ahnung. Was würde ich denn, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich bin froh, dass ich eine Frau bin. Was würde ich gern wissen wollen? Normalerweise, glaube ich, würden jetzt alle sagen, ich will wissen, wie das ist, aber ich will das eigentlich gar nicht so genau wissen. Absolute Lieblingspartymusik? Boah. Ich mag Schlager gerne, was ich früher nicht mochte, aber R&B und Pop und ach, ich mag die ganzen Charts rauf und runter. Wenn das so ein Ohrwurm-Ding ist, dann ist jedes Lied für mich absolut ein Partylied. Also meine Lieblingsfarbe ist definitiv lila. Mein Lieblingsessen, das ist schwer zu sagen. Ich mag so viele Sachen. Paprika-Rahmschnitzel oder Pasta-Gerichte oder einfach so ein geiles Wiener Schnitzel mit Pommes und oder mal Chicken McNuggets oder ach, es gibt so viel Soljanka, so Suppengerichte mag ich gerne. Also durch die Bank weg wirklich viel. Ich liebe Essen. Also kitzlig bin ich eigentlich nicht. Was heißt eigentlich, ich bin nicht kitzlig, außer an den Füßen. Das mag ich nicht. Früher fand ich Fußball wirklich zum Kotzen. Aber heute finde ich das richtig spannend zuzugucken, gerade wenn WM ist oder Europameisterschaft oder derzeit Champions League. Sowas finde ich richtig cool und spannend und gucke ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich wohne in Schleswig-Holstein.
So, ihr Lieben, das war die letzte Frage. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video geholfen und euch haben die Antworten Spaß gemacht. Ich habe jetzt mir vorher keine Notizen oder so gemacht, sondern aus dem Bauchweg heraus geantwortet. Kann natürlich sein, wenn ich es nachher bearbeite und hochlade, denke ich so, oh, das hätte es ja auch noch sagen können oder das wäre noch ein Lieblingsessen gewesen oder wie auch immer. Ich habe es jetzt aus dem Bauch heraus gemacht. Hoffe, ihr hattet ganz, ganz viel Spaß. Ich spuck schon, ist mit Sicherheit auch wieder ein langes Video geworden. Wünsche ich euch heute einen super schönen Tag und eine Frage hätte ich noch an euch. Wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, wohin würdet ihr zurückreisen und wieso? Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Und in diesem Sinne, bis dahin!